Benedikt, ich bin Mini-Trainer bei den Baskets und ab nächster Saison auch FSJler. Und ich bin Sebastian, ich bin U12-Trainer hier bei den Baskets und wir beide wollen jetzt zusammen mit euch eine kleine koordinative Einheit machen. Und zwar braucht ihr dafür lediglich zwei Paar Socken oder zwei andere gleichförmige Dinge, es können auch kleine Bälle sein. Und diese Übung könnt ihr auch problemlos bei euch zu Hause machen. Und jetzt geht's los. Starten wollen wir jetzt mit einem Paar Socken, eben hatten wir noch zwei. Und zwar starten wir jetzt mit der ganz einfachen Übung, wir werfen mit der Hand, mit der ihr starten wollt, die Socken einmal hoch und fangen sie wieder. Ja, ihr könnt dabei in der Höhe variieren, könnt auch ein bisschen niedriger werfen. Und das gleiche natürlich auch mit der anderen Hand machen. Ja, wir wechseln die Hand auf die linke zum Beispiel. Genau, jetzt wollen wir das Fangen ändern. Das heißt, wir fangen jetzt nicht so, sondern wir fangen so. Das heißt, wir werfen und fangen auch nach unten, so als würden wir zuschnappen. Und auch hier wechseln wir wieder die Hand. Okay. Nächste Übung. Wir haben die Socken wieder in der rechten Hand. Das heißt, wieder nur ein paar Socken. Jetzt werfen wir nicht vor dem Körper nach oben, sondern durch die Beine. Das heißt, wir nehmen das rechte Bein hoch, werfen durch die Beine, können erstmal mit der anderen Hand fangen. Das mal ausprobieren. Wenn wir es schaffen, können wir aber auch mit derselben Hand wieder fangen. Ja? Und genau das machen wir jetzt wieder auf der linken Seite. Das heißt, wir starten mit der linken Hand, nehmen das linke Bein hoch und werfen die Socken erstmal durch die Beine und können es wieder mit derselben Hand fangen. Okay, nächste Übung. Jetzt machen wir dasselbe, nur wir werfen jetzt hinterm Rücken die Socken hoch. Das ist ein bisschen anspruchsvoller. Auch da könnt ihr wieder erst mit der anderen Hand die Socken fangen. Einfach mal ausprobieren. Auch da wechseln wir wieder auf die linke Hand. Okay. Als letzte Übung mit einem Paar Socken wollen wir jetzt wieder vor dem Körper die Socken hochwerfen. Gleichzeitig aber mit der linken Hand bzw. mit der anderen Hand einmal über die andere Hand bewegen und wieder zurück. Das heißt hochwerfen, mal wischen und wieder fangen. Wer das Ganze ein bisschen schneller hinbekommt, kann das natürlich auch machen. Schwieriger wird es, wenn man die Socken nicht so hoch wirft. Und auch jetzt wechseln wir wieder auf die linke Hand. So, jetzt wird es etwas anspruchsvoller, wir nehmen ein zweites Paar Socken dazu. Erste Aufgabe, wir werfen uns die Bälle oder die Socken abwechselnd hin und her. Auf einer Seite bleibt aber dabei. Gut. Jetzt werfen wir beide zeitgleich hoch und versuchen sie dementsprechend auch wieder zu fangen. Jetzt wieder abwechselnd, aber wir fangen die Socken von oben, so wie wir das auch schon mit einem Socken gemacht haben. Und das Ganze gleichzeitig. Beide hochwerfen und von oben fangen. Nun werden wir wieder beide hoch, fangen beide gleichzeitig, aber die eine Hand fängt von oben, die andere von unten. Wechseln mal die Seite. Und jetzt, um es ganz anspruchsvoll zu machen, versuchen wir nach jedem Wurf und nach jedem Fang der Socken zu wechseln. Ich mache es einmal vor. So nämlich. Gut, als nächstes überkreuzen wir die Arme. Wichtig dabei, auch mal die Arme unterschiedlich zu nehmen, dass der rechte unten ist, beziehungsweise der linke unten. Und wir versuchen, die Socken hochzuwerfen, möglichst gerade,
zu übergreifen und wieder normal zu fahren. Wir werfen die Socken gerade hoch, überkreuzen dann und fangen sie in der Überkreuzstellung. Achtet darauf, wirklich erstmal euch auf das Hochwerfen zu konzentrieren, dann auf das Überkreuzen und das Fangen. Ja, gut, nicht schlimm. Wirklich schön gerade hochwerfen und dann überkreuz fangen. Auch da immer mal wieder die andere Hand nach unten nehmen, beziehungsweise den anderen Arm. Denn das macht nämlich auch schon einen großen Unterschied. Ja, ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Als letztes mit zwei Socken geht es darum, dass wir einen normal hochwerfen und fangen, während wir den anderen so werfen, wie wir es vorher schon hatten, nämlich das erste Mal durch die Beine und beide fangen, auch mal die andere Seite. Gut so. Ihr könnt natürlich auch statt durch die Beine einen Socken hinter den Rücken werfen, dann müsst ihr natürlich auf der anderen Seite überwerfen. Tipp dabei, vielleicht zeitversetzt starten, das heißt erst hinterm Rücken und dann den vorm Körper hinterher ziehen. Ja, nochmal. Also zeitversetzt ruhig. Erstmal dabei auf den hinteren konzentrieren, sehr gut. Und dann auf den zweiten rüber. Ein Socken wird wieder hinter dem Rücken geworfen, der andere wird vorne übergeben, beziehungsweise, wie wir es gerade schon hatten, mit der anderen Hand aus der Hand rausgenommen. Ja, auch da erstmal auf den Wurf hinterm Rücken konzentrieren und dann aus der anderen Hand den Socken nehmen bzw. überspielen. Ja. Versucht den Rücken gerade zu lassen, nicht zu sehr nach vorne zu beugen, weil sonst fliegt der Socken natürlich auch zu weit nach vorne. Er soll ja schön gerade nach oben. Sehr gut. Ja. Das gleiche kann ich natürlich auch machen, indem ich durch die Beine werfe und dann den anderen Socken wieder übergebe oder ergreife. Probieren wir aus. Wem das so einfach ist, der kann auch gerne mal versuchen, auf dem einen Bein zu balancieren und das gar nicht mehr aufzusetzen. Genau. Denkt dran, zu übergeben bzw. zu übergreifen. Gut. Und auch da natürlich mal das andere Bein benutzen. Oh, jetzt habe ich es falsch gemacht. Nicht schlimm. Kurz überlegen und wieder übergehen. Gut. Zum Abschluss des Videos am Dienstag haben wir wie immer eine Challenge für euch. Diesmal wollen wir etwas ohne Ball machen und ein bisschen mehr uns mit der Koordination beschäftigen. Und zwar machen wir jetzt Hase und Jäger. Das heißt, wir haben in der einen Hand den Jäger, in der anderen Hand den Hasen. Und immer wenn der Jäger den Hasen erschossen hat, wechselt das Ganze. Versuchen immer, die Hände zu wechseln. Boah, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht. Wir versuchen das so schnell wie wir können zu machen. Immer hin und her. Die Challenge ist jetzt, wir machen 15 Sekunden so oft wie ihr es schafft. Versucht das natürlich fehlerfrei zu machen, es zählt nur, wenn ihr es fehlerfrei macht. Versucht es einfach mal, auf die Plätze, fertig und los geht's. Da bin ich völlig raus. So, das waren 15 Sekunden. Ich habe leider es nicht geschafft mitzuzählen, hast du bei dir mitgezählt? 28. Also Sebastian hat 28 geschafft, versucht mal 28 zu schlagen und schickt uns eure Videos. Viel Spaß! Zum Abschluss haben wir noch etwas, was uns besonders am Herzen liegt. Und zwar ist es ja so, dass wenn ihr aktuell mit dem Bus fahrt oder im Supermarkt seid, ihr eine Maske tragen sollt. Wir haben natürlich hier auch immer eine Maske dabei, die wir auch immer tragen. So, das heißt, wir machen die mal auf.
versucht diese Masken auch wirklich jedes Mal zu tragen. Denn je mehr ihr euch an die Sachen haltet, zu Hause bleibt und in der Öffentlichkeit euch an alle Regeln haltet, desto schneller können wir auch wieder in die Halle.